Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und superleichten Platin mit einem Spiel von Interactive Dreams. Dungeon Party heißt das Ganze hier. Das Spiel kostet 3,99 €. Gibt's für die PS4 und PS5. Allerdings ist das Ganze kein Cross-Buy. Ihr müsst also beide Versionen hier auf jeden Fall separat kaufen. Für die Platin müsst ihr auf jeden Fall hier 20 Minuten einplanen. Denn ihr müsst hier 13 Runden abschließen. Ne? Ihr wählt auf jeden Fall die Map, die ich auch hier gewählt habe, da dies die kürzere Map ist von beiden, die ihr zur Auswahl habt. Hier braucht es bei einer Runde gut 1 Minute 45 Sekunden. Ja? Also runden wir einfach mal auf 2 Minuten. So, ihr braucht für ein Rennen, ja, bestehend aus 3 Runden, knapp 5 Minuten. 13 müsst ihr absolvieren. Habt ihr hier die 3 Runden fertig, direkt auf Restart und ihr fahrt nochmal 3 Runden. Danach wieder Restart, ihr fahrt nochmal 3 Runden und so macht ihr das Ganze. Es spielt dabei absolut keine Rolle, welchen Platz ihr dabei habt. Ja, ihr müsst, wie gesagt, lediglich die Runden abschließen. Ihr müsst weder Erster, noch Zweiter, noch Dritter, noch Vierter sein. Das ist absolut scheißegal, es spielt absolut keine Rolle. Lediglich 13 Runden müssen hier für die Platin absolviert werden. Wie gesagt, gute 20 Minuten müsst ihr definitiv einplanen, da sich die Runden schon sehr ziehen. Also es sind schon sehr, sehr lange Runden. Also wie gesagt, ihr braucht knapp 5 Minuten für ein Rennen, bestehend aus 3 Minuten. Also also plant auf jeden Fall ein bisschen Zeit ein. Ja. Ansonsten ist das Ganze auf jeden Fall hier eine Easy-Peasy-Platin, sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen. Ja, ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.